Da ist auf jeden Fall noch eine Tür und da gehen wir jetzt durch. Oh, der Fernsehraum. Oh, das ist ein Pumuckl. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Nee, das ist eine ganz normale Kindersendung. Das einzige Licht, das sie bekommen, Güte, kommt vom Fernseher. Lass das. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Genial. Hallo. Hey. Du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß. Du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Oh mein Gott. Ja, sowas. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Oh mein Gott, das ist sehr gut. Ich heiße Edna. Angenehm. Ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Nett, dich kennenzulernen. Was machst du da hinten? Ich betreibe Nock-Forschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Eigentlich schon, ja. Wir gehen einfach mal wieder alles durch. Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört. Was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert. Und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Das kenne ich, wenn mir jemand auch meine... Die Dinosaurier sterben Serie aus. Ausmacht. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wägen. Was haben sie nur vor? Wollen sie etwa insgeheim die Pullkappen schmelzen? Genau. Du kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Oh, cool. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Wir können aber dem Typen die Börsen-News zeigen. Hallo? Hallo? Verkaufen! Was sagst du? Verkaufen? Nein, noch nicht verkaufen! Nicht verkaufen! Nicht verkaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Hallo? Hallo? Den machen wir. Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Sieh mal, Juppie, es ist ein Junge! Wie bitte? War nur ein Scherz. Oh nein, nicht schon wieder! Das Telefonat! Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Oh. Bitte sehr, behalte das Telefon ruhig. Eine Sache noch. Lass mich in Ruhe. Ich muss über mein Leben nachdenken. Oh. Jetzt kann ich aber das Telefon an den Telefonhörer wieder raufhängen. Ich glaube, ich habe ihn depressiv gemacht. Aber egal. Ist nun mal so. Er wollte das Telefon ganz alleine für sich beanspruchen. Ich brauchte das aber auch. Was war das? Haha, Kleingeld. Hey, da ist eine Münze drin. Nehmen. Wechselgeld. Und ich glaube, in der Bar, da stand so ein Dings. So ein Kaffeeautomat, den können wir ja diesen, wie nennt sich das, diesen Bienenmann geben. Ich glaube, hier war hier die Bar. Nein, falscher Raum. Da war... Das ist das Pärchen, was auf der Toilette kuschelt. Ah ja, hier war die Bar. Wir gehen den Kaffee holen, geben den Kaffee dem Bienenmann.
Oh, das wird schön. Eine Münze. Hm, die Becher scheinen alle zu sein. Der Kaffee läuft einfach durch. Dann nehmen wir einen Becher und stellen ihn da unter. Da kommen die Münzen rein. Das kann doch nicht sein. Meine Münze ist jetzt da drin. Wieso ist meine Münze da drin? Ich hoffe, da ist noch eine in diesem Telefon-Dings. Ich hoffe es so sehr. Weil wo soll ich eine andere Münze herbekommen? Okay. Ja, ich wollte doch zum Telefon. Wir versuchen es einfach nochmal. Puh, scheinbar hat jemand in meiner Abwesenheit versucht zu telefonieren. Das ist Glück. So ein Glück. Das ist wirklich Glück. Wechselgeld. So, dann können wir wieder zum Aufenthaltsraum zurück. Und wir können wieder zurück und holen uns den Kaffee für den Ohrenschmalz-Team. Das war hier, glaube ich. Hoffentlich. Ja. Und dann können wir... Ich hoffe, er macht aus seinem Ohrenschmalz keine Skulptur oder er zeichnet nichts aus seinem Ohrenschmalz. Das wäre sehr eklig. So, jetzt können wir aber die Münze... Ups. Wieso funktioniert mein Inventar nicht mehr? Schon wieder nicht. So, jetzt wieder. Kaffee. Jetzt nehmen wir den Kaffee. Haben wir jetzt einen Becher Kaffee? Oh ja, den geben wir jetzt dem Ohrenschmalzmenschen. Du wolltest doch Kaffee haben. Hier, ich habe dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Okay. Was ist jetzt mit seinem Ohrschmelz? Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das haben wir ja schon. Servus. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Lol, okay. Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Okay. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Hä, ich hab dir doch gerade einen Kaffee gebracht. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Ich habe Ohrenschmalz bekommen von ihm. Ohrenschmalz? Wachs? Wachsig und bernsteinfarben. Ich bringe den Ohrenschmalz zu dem Professor. Oh. Vielleicht gibt der mir ja seinen Kleiderbügel. Ich habe da was für dich. Oh, Bernstein! Aus den peruanischen Bernstein-Minen. What a pity, da ist kein Bernstein-Einschluss drin. So ist es für mein Deno-Zucht-Programm unbrauchbar. Du kannst es wieder haben. Aber such ruhig fleißig weiter. Muss ich wird schon bald meine Deno-Army über die Globus marschieren. Okay, alles klar. Also sollen wir da drinnen was reintun. Was können wir denn da reintun? Haben wir irgendwas? Nein. Lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen. Ja, das haben wir auch schon gehört.
Was könnten wir denn da einschließen in den Bernstein? Erstmal wollte ich das jetzt... Achso, nee, wir kommen ja gar nicht zu dem Kerl. Wir geben ihm mal am besten die Telefonhörer wieder. Ich kann dich einfach nicht leiden sehen. Willst du dein Telefon zurückhaben? Dafür ist es zu spät. Mein Leben ist verwirrt. Oh. Drüben im Raum, da sind die Aktien oder wie auch immer. Die Konsistenz ist wie Joghurt, die Farbe wie Honig. Oh. Doch warnt mich mein Gefahrensinn davor, es zu probieren. Egal, ich mach... Nicht probieren, bitte nicht, Edna. Okay. Oh mein Gott. Ich habe gerade gedacht, du willst den Ohrenschmalz probieren. Warte, wenn wir den... Vielleicht haben wir denn auch eine Münze. Vielleicht hat hier noch jemand da irgendwie was gehabt. Dann haben wir noch eine Münze und dann können wir den König Adrian besiegen. Schade. Schade, schade, schade. Ha. Schade, schade, schade. Was könnten wir denn noch... Warte, wir haben hier Chips. Ich bevorzuge Salsa. Ich mag Rumba. Hi, das wusste ich ja gar nicht. Weil du mich nie führen lässt. Oh, ein super Wortwitz. Eine Sammelbeleid... Okay, wenn wir das mit Ding hier benutzen... Um Gottes Willen, das wäre die unheiligste aller Allianzen. Wo sie recht hat, hat sie recht. Warte, wenn wir den Fußnagel... Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Jetzt hat das... Jetzt... Egal. Jetzt hat das einen Einschluss. Oh, falscher Raum. Jetzt bringen wir das vielleicht wieder zurück zu dem Alten. Vielleicht will er es jetzt haben. Ohrenschmalz. Ja, das haben wir schon gehört. Ich verdrück mich dauernd. Verlockend. Aber nein. Hä? Ich habe da was für dich. Oh, Bernstein. What a pity. Da ist kein Bernstein-Einschluss drin. Schade. So ist es für mein... Du kannst es wieder... Aber stück ruhig von wird schon bald Das haben wir schon gesehen. Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Okay. Damit könnte man nicht einmal Gummibären. Okay. Meine Nase. Moment, Verzeihung. Wie kriegen wir... Ah, mit dem können wir jetzt normal reden, ne? Eine Sache noch. Lass mich, ich muss über... Ah, okay. Vielleicht will der ja als Entschädigung irgendwie Ohrenschmalz. Hey, Juppie! Ich hab hier etwas. Lass mich. Oder vielleicht einen Strohhalm. Hey, Juppie! Ich hab hier etwas. Lass mich. Okay. Will der Aluman vielleicht etwas? Achso. Hey, Alu! Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König? Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Sehr interessant. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Aha. Was sind denn das für Theorien? Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung. Aha, okay. Elektrostatische Psi-Erweiterung. Stark stromgenerierte Präkognition. Das letzte finde ich gut. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Nee, ich finde dieses
Prä-Kombination. Gut. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ja. Ach, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Okay. Sag schon, sag schon, sag schon. Elektroschocktherapie. Was? Okay. Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Doch, das willst du etwa. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Wo soll ich denn... Sprechen wir über was anderes. Wo, ich muss langsam mal wo soll ich denn den Kleiderbügel hernehmen? Pass auf dein Karma auf. Gegen Bernstein könnte ich den tauschen. Aber was soll ich in den Bernstein einschließen? Hier habe ich alles. Gehe ich mal wieder zurück zu dem Bienenmann. Vielleicht hat er der ja im Moment schon Inspiration gefunden. Der war hier. Vielleicht hast du Inspiration gefunden, Bernau. Die extra krümelig. Okay. Bienenmann, nicht Bernmann. Möchtest du Chips? Nein. Ich bin so schon durstig genug. Immer noch durstig? Hallo? Hast du Durst? Sogar Grot. Leider kann ich die Drinks vom Bad, sie bestehen zu okay, über. Okay, gut, gut, gut. Wir brauchen ja keine Drinks. Wir können ja auch ein Glas Wasser nehmen oder so. Ich hoffe, der hat das. Barmann, Ich will ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser, bitte. Steht. Ja, steht nicht auf der Karte. Blablabla. An dieser Stelle glaube ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Cornflakes mit Honig gefällig? Ist es ein echter Bienenhonig? Nicht wirklich. Tatsächlich fehlt noch eine insektoide Zutat zu meinem Bernstein-Cocktail. Okay, haben wir das jetzt kombiniert? Ohrenschmalz. Okay, wie können wir das denn gut kombinieren? Ein klitzekleiner Schuss wird wohl nicht schaden. Delikate Mischung. Ein klitzeklein... Delikate Mischung. Igitt. Ich weiß halt nicht, was wir jetzt machen sollen. Vielleicht können wir ja diesem komischen Kerl da irgendwie helfen, dem da, indem wir ihm den Stink... Eine Sammelbeleidigung. Indem wir ihm den Stinke-Cocktail geben. Oder den Strohhalm. Oder vielleicht einen Becher. Oder vielleicht die Mayonnaise. Den Ketchup. Oder vielleicht den Senf. Oder vielleicht zeigen wir ihm Harvey. Was hältst du von diesem Typ, Harvey? Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Ah, er ist nervös, weil er auf Toilette muss. Vielleicht gehen wir in den Topf. Oder vielleicht gehen wir in den Becher. Oder vielleicht geben wir ihm... gar nichts. Und wir versuchen Petra und ihren Lover daraus der Toilette zu kriegen. Weil der muss anscheinend mal pinkeln. Oder, also er hält sich jedenfalls vorne was zu. Wie süß. Ich bin doch eine ausgekochte Kupplerin. Wie glücklich die beiden doch aussehen. Ha, okay. Ich störe sie lieber nicht. Okay. Oh, ein Plakat. Das habe ich gar nicht realisiert. Hier steht, Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Okay. Sie ist bis zur Tür gekommen, aber jetzt hat sie ein Problem. Vielleicht kippen wir das in die Pflanze. Stopp, Edna. Ich wusste es.
irgendwo unter dem ganzen Frottee ist doch ein weicher Kern. Ach nee. Genial. Messer, Gabel, Schere, Licht. Meine Sammlung ist fast komplett. Genial. Also. Wo können wir denn... Wir sind jetzt alle Räume nochmal durch. Hier. Papier, Generalschlüssel, Staffelei. Finden wir den Bernstein... Bernstein. Ich schmalze nur ein wenig auf die Ränder. Besser. Okay, wenn das da rein tut. Ich brauche das nicht abzustellen. Ich habe unendlich... Ist das nicht eigentlich unlogisch? Ja. Aber bei mir geht das in Ordnung, weil ich so crazy bin. Ah, weil du so crazy bist. Wir versuchen das mal mit den Spielfiguren in dem Raum. Weil ich glaube, das könnte, wenn wir da irgendein Dino-Spiel haben oder so, dann könnten wir doch... Ups. Okay. Mein Spiel hat sich gerade aufgehängt. Scheiße. Ich bin gleich wieder da.